das Profilbild dazu. So, und die Strecke scheinen sie alle nicht zu kennen. Gleich kaputt, in der Erdkurve gleich kaputt. Und willkommen zurück bei Drive Club. Und das grenzt fast schon an ein Wunder. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das letzte Video zum Multiplayer-Modus von Drive Club habe ich vor etwa 2 Monaten veröffentlicht. Und das ist eigentlich ziemlich krass. Ich habe das Spiel nagelneu zum Vollpreis gekauft, habe es vielleicht 14 Tage gespielt und seitdem her nicht einmal mehr eingelegt. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich vielleicht im Moment ein bisschen viel Spiele habe für die PS4 und nicht zu allen Spielen gleichzeitig komme, aber eben auch, dass das Spiel so massive Serverprobleme gehabt hat. Und nachdem ich jetzt gelesen habe, dass diese Probleme zumindest weitestgehend gelöst sein sollen, weitestgehend, das ist schon eine Schande für sich, werde ich jetzt trotzdem mal wieder 2 bis 3 Events fahren. Schön, dass ihr dabei seid und wir gucken mal, wie das Spiel mittlerweile funktioniert. Wir gehen auf die Veranstaltungssuche. Und wir wählen einfach mal das erstbeste Rennen und steigen direkt ein. Die Lobby öffnet sich in 3, in 2, in 1. Let's go! Wir sind in Team Rot. Und ich weiß hoffentlich noch einigermaßen, wie das Spiel funktioniert. Was spricht die Fahrzeugauswahl? Die spricht völlig für die Hose. Ich kann den Bentley Continental GT Speed auswählen oder die Chevrolet Corvette. Das wäre natürlich geil gewesen, aber die hätte ich mir erst im Shop runterladen müssen. Also bleibt es logischerweise beim Bentley. Wir wählen unsere Teamlackierung, sind leider im Moment immer noch der einzigste Fahrer in unserem Team, aber ich spiele das Spiel ja auch so gut wie nie. Und wir schauen, was uns erwartet. Das Wetter scheint bei Sonnenschein zu gehen. Mittlerweile ist ja sogar das dynamische Wetter aktiviert. Naja, mit ein bisschen Glück, aber hier mitten in der Wüste wird es wahrscheinlich nicht das Regnen anfangen. Oh. Und ich starte von vorne und habe gleich mal gepflegt den Start verpennt. Spontan würde ich sagen, das ruckelt ein bisschen, zumindest die anderen Fahrzeuge. Aber solange ich sie sehe und sie nicht flackern, wie wir das in den letzten Videos gehabt haben, ist das ja schon mal ein Riesenfortschritt. Ja, ich bin auch mal gleich vom Start weg als erster gestartet und gleich mal auf dem letzten Platz. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt seit über 2 Monaten nicht mehr gespielt und bin froh, wenn ich die Karre zumindest irgendwie auf der Strecke halten kann. Da hat es aber schon einen erwischt. Ja, das sieht aber schwer nach einem Verbindungsabbruch aus. Wer so völlig entspannt und ruhig in die Bande reinrollt. Egal, somit sind wir Vorletzter. Guter Mann. Und man sieht schon, wenn man hier einigermaßen Erfolg haben will, muss man dieses Spiel halt einfach öfter spielen. Das ist ja die totale Katastrophe. Und sich natürlich nach 2 Monaten gleich wieder in den Online-Modus zu wagen, ist natürlich auch völlig behämmert. Ein Spieler hat die Lobby schon verlassen. Das ist natürlich immer sehr schade. Und meine Güte, ich fahre mir wieder einen Stiefel zusammen. Für euch schalte ich auch mal die Außenperspektive in dieser wunderschönen Nachtfahrt. Dann sieht man zumindest die Rückleuchten schön leuchten. Viel bringen tut das nicht. Sorgt wahrscheinlich eher noch für eine chaotischere Fahrt. Und man sieht, die Jungs da hinten spielen das Spiel deutlich öfters als ich. Ja, ich befürchte, dass es leider jetzt für euch zum Zuschauen natürlich relativ lahm ist, weil ich hier alleine auf der Strecke rumgurke. Aber zumindest seht ihr, das Spiel funktioniert. Bei den anderen anscheinend auch, weil die fahren mir schließlich auf und davon. Eben habe ich in der Ferne ein paar Scheinwerfer gesehen. So, rote Flaggen bedeuten scharfe Kurve. Bremsen, McDrive, noch mehr Bremsen. Naja. Das Rennen ist zum Glück gleich vorbei. 92% der Strecke haben wir bereits geschafft. Oh, es ist noch alles drin. 7 Sekunden. Und er schafft es tatsächlich noch ins Ziel. Es ist unglaublich. Und zurück gibt es keine Werkstattkosten in diesem Spiel. Na gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal eine 2. Runde drehen, würde ich sagen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt einigermaßen wieder in das Spiel eingespielt und packe jetzt gleich eine 2. Runde hinten dran. Und sieht zumindest ganz gut aus, dass das Spiel die größten Probleme überstanden hat. Ich werde mich dann demnächst wahrscheinlich auch mal wieder, weil das Ganze hat jetzt doch Lust auf mehr gemacht, auch mal wieder in den Offline-Modus, in die Singleplayer-Kampagne werfen, aber dann vor allem auch mal wieder ein paar Online-Rennen fahren. In der Mitte immer der Avatar, also
Das Profilbild des jeweiligen Spielers rechts daneben bzw. links neben dem Namen ist dann das Teamlogo und daran kann man immer ganz gut erkennen, sind mehrere Leute aus demselben Team mit im Spiel. In dem Fall sieht es nicht so aus, scheinen alles verschiedene Leute zu sein. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich ganz gut mit dem Audi TT und mit dem RS5 Coupé klargekommen. Also ja, greife ich jetzt einfach mal auf den Audi RS zurück. Wir fahren wieder 3 gegen 3, 6 gegen 6 wäre möglich, aber ganz so viele Leute scheinen anscheinend nicht unterwegs zu sein. Ja, und das Wetter zeigt, ja, sehr schön, das Wetter zeigt Gewitter und Regen an. Das wäre natürlich toll. Damit sehe ich und vielleicht auch ihr jetzt das erste Mal die dynamischen Wettereffekte des Spiels. Und es kann durchaus auch passieren, dass im Laufe des Rennens dann Sonnenschein kommt. Obwohl mir das bei dem Himmel jetzt gerade nicht so aussieht. Hinter uns ist schon mal keiner, das ist gut. Kann uns schon mal keiner abschießen. Über dem Fahrzeug sehen wir immer den Namen des jeweiligen Fahrers bzw. des Profils und das Profilbild dazu. So, und die Strecke scheinen sie alle nicht zu kennen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Sprachchat auch hört. Also ich habe den Sprachchat zumindest deaktiviert. Also mich hört niemand. Aber wir hören auf jeden Fall schon mal, dass ein deutscher Fahrer dabei ist. Und wie das meistens in Online-Rennspielen ist, wenn er schon in der ersten Kurve total frustriert ist, weil sein Auto völlig im Arsch ist. Das ist ja meistens so, ne? Das ist aber tatsächlich auch bei realen Rennen so, aber bei Online-Spielen umso mehr, dass die erste Kurve immer die kritischste ist. Ich wundere mich auch gerade ein bisschen, dass ich bei der ganzen Kommentierung hier den Wagen noch so relativ sicher auf der Strecke halte, aber die Jungs hinter mir sind entweder verdammt langsam oder halten sich zurück. Oh ja, und sehr cool. Und währenddessen können wir, beziehungsweise ihr mehr als ich, die neuen Wettereffekte begutachten. Die Tropfen auf der Motorhaube, der peitschende Regen, der gegen die Windschutzscheibe prasselt. In dem Fall haben wir ja keine Windschutzscheibe, ich habe die Motorhaubensicht gewählt. Aber die Blitze und alles, ja gut, ist schon nett. Hat ja ein paar Wochen gedauert, bis die Entwickler das dynamische Wettersystem nachgereicht haben. So, hier wieder eine Social-Herausforderung. Ideallinie halten. Irgendwie kann man das auch manuell aktivieren. Fragt mich nicht, wie das geht. Zumindest scheine ich das ganz gut gemeistert zu haben. Aber ansonsten habe ich leider meinen zweiten Platz abgegeben. Im Rückspiegel sehe ich schon, dass ich einen anderen Fahrer an der Backe kleben habe. Rote Kurve in die Eisen. Das war das, wo es nach dem Start gleich den größten Crash gab. Da hinten sehe ich die anderen beiden, also die hängen mir relativ nah dran. Einer von denen scheint aber eine relativ lahme A-Klasse zu fahren, sodass ich mit dem Audi RS5 Coupé hier doch einen leichten Vorteil zu haben scheine. Und die beiden da vorne sind auch noch in Reichweite. Also es ist doch schön, dass im zweiten Rennen gleich sowas möglich ist, dass ich zumindest nicht völlig unter ferner Liefen fahre. Und das Ganze noch live kommentiert. Es ist unglaublich. Eine neue Runde, eine Wahnsinnsfahrt. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Und wir kämpfen uns hier im Mittelfeld. Ja, wir kämpfen uns nicht wirklich nach vorne. Aber es ist eigentlich ganz nett, dass die anderen ein paar Meter hinter mir sind. Wiederum Platz 1 und 2 ein Stückchen vor mir. Somit kann mir keiner wehtun, ich kann niemandem wehtun. Und da wäre diesmal sogar ein Treppchenplatz drin. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Jawohl, vielleicht sollte ich auch nicht ganz so viel Scheiß erzählen, sondern mich doch noch ein bisschen mehr aufs Rennen konzentrieren. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, du. Das macht ja Lust auf mehr. Das erste Rennen habe ich doch jetzt gerade wirklich ziemlich verkackt. Und hier kann ich zumindest mit dem Fahrerfeld mithalten. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Das war natürlich jetzt richtig verkackt. Und die Gelegenheit nutzt. Fahrer Nummer 4 versucht an mir vorbeizuziehen, verkackt es im nächsten Moment aber selber. Da hätte ich auch geflucht. Aber ich habe ihn noch nicht erwischt. Habe ich ihn erwischt? Dann tut es mir leid. Und das ist einer der Gründe, warum man eigentlich auch den Sprachchat immer deaktivieren sollte. In dem Fall höre ich ja die Jungs nur, die halten sich zum Glück zurück. Aber die Flucherei der anderen Spieler, da hat man ja immer dieses schlechte Gewissen, wenn man selbst dafür verantwortlich ist, ne? Wenn man die anderen von der Strecke geschubst hat. Das tut einem ja zumindest ein
bisschen in der Seele weh. Trotzdem ganz cool. Auf dem dritten Platz. Und das relativ stabil. So macht das Spiel wenigstens einigermaßen Spaß. Aber man soll ja nicht den Teufel an die Wand malen. Und wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Und irgendwie hätte ich ja mal Lust, auch mir mal die Regentropfen auf der Windschutzscheibe anzugucken. Aber das Risiko ist mir jetzt doch dann zu groß, die Kameraperspektive zu ändern. So, das war zu früh gebremst. Die Kurve kommt erst hier. Ah, das Gewitter erhält mir die Kurve. Oh, und Fahrer Nummer 4 habe ich an der Backe kleben. Aber jetzt kommt eine lange Gerade. Und wenn ich nicht plötzlich niesen, husten muss oder einen epileptischen Anfall bekomme, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass wir das Ding jetzt hier nach Hause schaukeln. So. Durchhalten, McRalph. Der Typ hängt dir im Nacken. Aber das Ding schaukeln wir nach Hause. Ein Plätzchenplatz. Ein Plätzchenplatz? Ein Treppchenplatz. Plätzchen wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja. Sorry, Herrickson. War wohl nix. Na gut, schön, dass ihr dabei wart. Das war jetzt eine knappe Viertelstunde Drive Club. Die Server funktionieren, das Spiel funktioniert und es macht auch wirklich Lust auf mehr. Und ja, ich denke, in nächster Zeit, jetzt nicht kurzfristig, aber in nächster Zeit wird es auf jeden Fall mehr Videos von dem Film. Eieiei, deutsche Sprache, schwere Sprache. Mehr Videos von dem Spiel geben. Schön wäre natürlich, wenn demnächst jetzt auch endlich mal die kostenlose PlayStation Plus Version erscheinen würde. Dann ist nämlich sicherlich The Götzler, den ihr vielleicht aus meinen Destiny-Videos kennt, auch wieder mit dabei. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut.